Hey, ho Leute, willkommen auf meinem Kanal, die Dörfer 3, Baltimore. Ja, wir machen jetzt den G-Rift mit dem vorneweg angestellten Kälte-TR-Monk. Ich habe mir hier einen 34er Stein geholt und das rocken wir jetzt mal. Hoffen wir es. Wünscht mir ein schönes Rift. Hat sich gerade so ein bisschen, mag nicht kritten. Ah, hier sind ein paar. Der liegt hier mit drin. Ich hätte die Jungs mir aber auch mal eher sein können. Wenn ihr jetzt eine Party feiert und mich nicht einladet. Was haben wir denn hier? Schild. Okay. Hat er schon mal erwähnt, wenn es nicht krittelt, werdet ihr in der hohen Wahrscheinlichkeit immer sehr, sehr weinen. Das tue ich jetzt auch gerade. Manchmal braucht man einen einzigen guten Versuch, die zu killen und lupft man es durch. Und bei anderen dann dauert es ewig. Egal. Wir kommen ja voran. Thank you.
Ja, da könnte man es ganz kurz richtig sehen. Da haben wir einen Elite von fast vollem Leben komplett weggeballert. Es ist manchmal echt schwierig. Also ihr müsst versuchen, eine möglichst hohe Crit-Chance zu halten, sonst könnt ihr definitiv damit nicht anrichten. Ohne zu critten ist das Ganze einfach nicht wirklich effektiv. Vielleicht mal eine Anekdote. Ich habe es mal hingebracht, einen G-Rift-Boss mit ca. 8 Milliarden Kritik zu richten. Mal gucken, wie es jetzt hier dann demnächst gleich aussieht. Ja, bam, da haben wir auch schon ein paar direkt gehittet. Leider Gottes nicht das, was wir hätten hitten sollen. Bam! Jetzt hat es geklappt. Hier das Klasse. So, was haben wir hier? Sackles, den kleinen Sacklutscher. Entschuldigung, das Wort habt ihr nie aus meinem Mund gehört. Das. Du. War kein Crit, aber trotzdem hat es was abgezogen. So. You spin my head right on, okay. Ach, sagt Ries, komm, lass mich krippen. Ja, das schon war schon eher ein Krippen. Sachen, wo ihr halt einfach nur gegen große Bosse kämpft, ist es unter sogar besser, wenn ihr halt alle ca. 25 Stapel einfach drückt. Damit könnt ihr häufiger bessere Resultate erzielen. Und damit hätten wir das abgeschlossen. Tja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Leider hatte ich nicht sehr viel Crit Luck. Das ist ein bisschen schade. Es sieht manchmal sehr, sehr episch aus, wenn man Packs komplett den. Kann aber sein, dass ich hier nochmal ein Video mache auf höheren G-Rift-Stufen und es dann besser klappt. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hatte Spaß, euch das Ganze zu zeigen. See ya!